jetzt gar nicht auf. Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Wie geht's euch? Wir starten das Video hier jetzt spontan. Wir werden in ein japanisches Restaurant gehen, ist das richtig? Nennt sich Zuma. Viel Spaß in diesem Video. Willkommen, Freunde, an einer Wow-Location. Eieiei. Es ist so Maximilianstraße in Bodrum. Sehr, sehr nice, eh? Auf jeden Fall gehen wir in Zuma. Das ist Fusion Japanese Kitchen. Sorun olur mu? Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich auch. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Sache ist, Nusret Abi. Ich hoffe, du magst Dackel und lässt die jetzt auch rein, weil sonst kriege ich richtig schlechte Laune, wenn ich Hunger habe. Ein paar Sekunden später. Am Ende, man kann sich nur auf einen verlassen. Ich will jetzt nicht zu große Töne spucken, aber wenn Nusret uns auch nicht reinlässt, ich fahre nach Hause, ich mache mir Ravioli aus Dose. Was man schon sagen muss, es ist ein sehr, sehr schönes Restaurant. Die Musik ist ein bisschen laut, es nervt, aber da hinten sieht man gleich so eine riesige... Ja, sieht aus wie eine Metzgerei, es ist gleichzeitig die Küche, wo schön gekocht wird. Dann eine riesige Bar. Also, man muss schon sagen, Nusret macht auf jeden Fall was her. Das ist auch mein erstes Mal. Ich bin gespannt, was der Laden kann, ehrlich. Und wie gut das Essen ist. Main Feast, Golden Feast. Sollen wir das mal? Such einfach, schau mal erstmal durch einfach. Hier Fleischauswahl. Spinnt gerade ein bisschen. Jetzt. Also Carpaccio Nusret Spezial Sushi, Smoked Beef, also verschiedenste Sachen als Vorspeise, Tartar gibt es auch. Steak Selection, Lamb Selection und Burger. Garnish und Dessert. Schauen wir mal bei Burger. Was gibt's alles für Burger? Locum Burger, Nusret Burger, das ist so wahrscheinlich das Ding. Original Heart Shaped Meatballs, das war's. Also Freunde, wir werden auf jeden Fall ein paar Vorspeisen nehmen und dann weiß ich noch nicht genau, was für ein Burger. Ich kenne mich auch nicht aus, aber ich werde auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Burger nehmen. Und heute ist der Tag, ich werde Nusrets Burger probieren. Das Einzige, was mir hier nicht passt, ist die laute Musik so. Ist immer sehr blöd für Videos, aber das wird schon irgendwie gehen. Und was ich ziemlich cool finde, Nusret hat auf jedem eigenen Messer seine Figur eingraviert und den Namen reingeschrieben. Und hier das Salz von Nusret. Also Freunde, auf jeden Fall haben wir Umut bestellen lassen. Es gibt ein bisschen Carpaccio, es gibt ein bisschen Sucuk Toast mit Pommes. Wichtig, Pommes-Test. Sind okay. Salate. Genau. Und natürlich nicht zu vergessen, Margaritas. Yes. Das wichtigste Getränk im Urlaub. Cheers, Freunde. So, cheers. Ich weiß, die Musik ist laut, bisschen nervig, aber kriegen wir schon. Wasser auch bei Nusret? Wasser ist auch bei Nusret gut. Oha, was ist das für eine Sucuk-Scheibe? Das riecht aber gut. Probieren wir das kleine Sucuk-Toast. Knoblauchig, fleischig, stark. Wir probieren jetzt Carpaccio. Rohes, dünn geschnittenes Rinderfleisch. Geht, wenn ihr jetzt nicht so krass. Die wissen auf jeden Fall, wie man dekoriert und wie man Essen serviert. Eins muss ich sagen, es wird langsam sehr dunkel. Das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten Margaritas gut, Vorspeisen gut. Aktuell 8,5 von 10. Und der Burger wird jetzt darüber entscheiden, wo ich Nusret hinsetzen werde, Freunde. Richtig lecker. Die haben da, ich glaube, die haben ein Geheimrezept. So schmeckt es. Also etwas Spezielles, süßlich-saueres. Ähnlich wie so karamellisierte Zwiebel. Ah, karamellisierte Zwiebel. Doch kein Geheimrezept, aber karamellisierte Zwiebeln schmecken gut. Guten Appetit. Das ist schon ein guter Burger. Ich muss aber sagen, es hat nicht dieses typische Patty-Fleisch und es ist schon feineres Fleisch. Ich denke, da wird irgendeine Barbecue-Soße oder so draus sein. Die taugt mir nicht so ganz. Aber der Burger ist gut. Das Brot ist weich.
Schön fettig, bisschen zu viel Käse, würde ich sagen, so. Aber es ist ein guter Burger. Ich weiß jetzt genau, nicht genau, was er kostet, so 210, 270, also maximal so 15, 16 Euro. Das ist eigentlich ein guter Preis dafür, dass es bei Nusret ein Burger ist. Aber das, was ich unbedingt mal probieren wollte, diese frittierten Zwiebeln wollte ich mein Leben lang schon probieren und habe es nie geschafft. Und es sind frittierte Zwiebeln. Vielleicht mit der Soße hätte ich machen sollen, ist jetzt nicht so der Hit gewesen. Aber ich sehe nicht. Tschüss, Alter, machen die Musik immer lauter, gell? Trotzdem das Fleisch, sehr, sehr juicy, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht genau, was mir hier drauf fehlt, aber irgendwas fehlt. Es fehlt mir ein bisschen die Säure, habe ich das Gefühl. Da fehlen ein bisschen diese Essiggurken, dieses. Ich habe so einen Lokumburger mit einem Fleisch, also in einem Ganzen. Der Lokumburger, gell? Gleiches Prinzip, die Säure fehlt, der ist sogar ein bisschen trockener noch. Da müsste ein bisschen mehr Juice drin sein. Essiggurken, ein bisschen mehr. Da fehlt auf jeden Fall was. Eine Ewigkeit später. Wenn es leiser ist, sage ich nochmal schlechte Worte. Also abschließende Worte zu Nusret jetzt. Ich bin ehrlich, ich hätte mir von dem Burger schon ein bisschen mehr erwartet. Der Lokum-Burger ist deutlich zu trocken. Also du kaufst, du beißt dich tot gefühlt auf diesen Burger. Und meiner war zwar trotzdem juicy, aber da fehlt die Säure. Da haben einfach ein paar Elemente einfach noch gefehlt, bin ich ehrlich. Da habe ich schon deutlich andere Burger gegessen, die deutlich besser waren. Was ich aber trotzdem sagen muss, ist der Preis 13 Euro, 12 Euro für so einen Burger ist trotzdem gut. Preis-Leistung ist okay, aber es ist trotzdem Nusret. Das hätte eigentlich ein Maschinenburger sein müssen. In meinen Augen, so Endgegner. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Peace.